Hallo, hier bin ich wieder. Diese Woche treffen sich die Profis von der European Challenge Tour hier in Prag bei der Prague City Golf Challenge. Einer der Profis ist der Vorarlberger Manuel Trappel und der steht hier neben mir. Hallo Manuel. Hallo, servus. Der Manuel hat 2011 war der Europameister der Amateure und spielt jetzt seit wie lange auf der Challenge Tour? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren, okay. Profi und auf der Challenge Tour. Seit Anfang an. Wie war das so nach deinem Europameistertitel? Wie hast du es auf die Challenge Tour geschafft? Also ich habe nach 2011 noch mal eine Saison lang als Amateur gespielt, also das ganze Jahr 2012. Habe dann mit der Weltmeisterschaft 2012 eigentlich mein letztes Amateurturnier gehabt und habe dann im Februar 2013 mich eben für den Weg des Profis entschieden und habe dort das Glück gehabt, dass ich 8 Einladungen auf der Challenge Tour, also 8 Wildcards bekommen habe und habe mir dadurch gleich eine Spielberechtigung erspielt und seitdem bin ich hier auf der Tour unterwegs. Wie sehen deine Ziele aus, so für dieses und für nächstes Jahr? Das Ziel ist auf jeden Fall immer auf die European Tour zu kommen. Also sobald man Profi ist, ist und bleibt es immer das Ziel, bei den ganz Großen mit zum Spielen. Letztes Jahr habe ich dich verfolgt, also du warst ja in der Final Stage, in der Qualifying School, hat ja dann leider nicht gereicht. Warst du schon knapp dran, wo du sagst, Mensch, jetzt hätte es klappen können, also das war so der Moment, wo so dieser Breakpoint hätte sein können? Ja, es war letztes Jahr schon sehr gut, muss ich sagen. Es war dann ein bisschen persönliche Gründe, warum das vielleicht am Schluss nicht klappt hat. Es gibt halt manche Sachen, die im Leben wichtiger sind wie Golf. Okay. Das war letztes Jahr mal so der Fall. Aber ja, ich weiß, dass das Spiel sich immer mehr verbessert und deswegen weiß ich auch, dass es auf jeden Fall, dass das Potenzial da ist, um auf die European Tour zu kommen. Tourpro zu sein ist ja ein ganz hartes Brot und man sagt ja, ohne Sponsor geht ja normalerweise gar nichts, außer man gewinnt hier diese großen Turniere. Wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Sponsor? Ja, also es ist wirklich sehr wichtig, Partner zu haben. Da bin ich wirklich sehr froh, dass ich so viele treue Unterstützer habe seit Anfang an und bin wirklich happy, dass sie mich immer noch so tagkräftig unterstützen, weil ohne die wäre das alles nicht möglich. Also ich bin im Jahr, so wie es letztes Jahr war, 28 Wochen unterwegs und das sind natürlich sehr viele Reisen. Kommt einiges zusammen, genau. Flug, Hotel und alles Mögliche. Genau. Wer ist denn dein Sponsor? Ist es aus dem Bekanntenkreis jemand? Es sind wirklich quer durch die Bank. Also Lech Tourismus ist jetzt seit langem ein großer Sponsor von mir, ein großer Partner, aber auch sehr viele private Unternehmer bzw. Hoteliers wie die Traube in Braz, Kindweich oder Haberkorn, also so sind einige. Und zudem noch mein Schlägersponsor mit Callaway, dann Bekleidungssponsor mit Peak Performance. Also es sind mehrere, Cosmos Golf. Erzähl mal ein bisschen vom Leben auf der Tour. Ich meine, du bist ja viel in Hotels. Ist es auch nicht manchmal einsam? Man muss schon der Typ dafür sein. Also Golfpro zum Sein ist sicher nicht für jeden was, weil wie du sagst, es ist Einzelsport. Man ist sehr viel alleine unterwegs, am Flughafen sehr viel alleine. Ich finde das ganz angenehm, mal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Man geht dann gern mit Kollegen und Freunden essen, wenn man auf der Tour ist. Aber man geht dann auch wieder gern zurück ins ruhige Zimmer. Also man sucht so immer ein bisschen Balance dazwischen. Ja, du studierst ja auch nebenbei noch. Also du brauchst ja auch manchmal deine Ruhe, dass du auch mal für dich bist, dass du auch mal abends im Hotel ein bisschen noch mal in die Unterlagen schauen kannst, oder? Ich meine, was studierst du? Ich mache gerade den Master in Business Administration. Und ja, also im Sommer habe ich da zum Glück sehr viele Freiheiten. Und ich kann dann im Winter ein bisschen was aufholen. Aber es ist ganz angenehm, wenn man mal den Kopf ein bisschen in die Bücher stecken kann. Und ist auch schön. Genau, ja, mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nicht schlecht, also so ein zweites Standbein braucht man, vor allem wenn man diesen Riesenversuch wagt. Okay. Gestern bin ich ja mitgelaufen mit dir. Du hast den Cut geschafft. Gratuliere nochmal. Danke. Um genau einen Schlag hast du ihn geschafft? Genau. Gestern, gell? Also es war heuer schon öfters knapp, dass ich um einen nicht geschafft habe. Also ich glaube 4-5 Mal war es jetzt heuer, dass ich um einen nicht geschafft habe. Aber ich bin sehr froh, dass jetzt das Spiel wieder in die richtige Richtung geht, auch mit der Runde heute. Die war sehr konstant und das lange Spiel, so wie es die letzten 3 Tage jetzt war, bin ich wirklich happy. Ja. Also ich bin ja mitgelaufen die ganze Runde gestern. Also so ein konstantes, langes Spiel hab ich schon lange nicht mehr gesehen, die anderen auch nicht. Es lief ja gestern, also die langen Schläge kamen wirklich.
Das stimmt. Also das lange Spiel war immer meine Stärke. Das war, also seit ich Golf spiele, war immer das lange Spiel eigentlich, da war ich immer sehr gut. Das hat mir jetzt die letzten Wochen ein bisschen hängen lassen und das war sehr untypisch für mich und da habe ich mich dann selber nicht genau auskannt, weil es eben, wie gesagt, immer eine Stärke von mir war. Und ja, jetzt gestern war es wieder so, dass ich sagen kann, das bin wieder ich und das sind wieder die Schläge, mit denen, die wo ich mehr oder weniger gewohnt bin. Du hast mir ja gestern erzählt, du hast ja an etwas gearbeitet jetzt mit deinem Pro. Wann war das? Letzten Montag? Dienstag? Genau, habt ihr sogar noch was umgestellt? Genau. Was jetzt ganz gut geklappt hat, hast du gemeint? Genau, wir haben noch ein bisschen geschaut, dass ich mich ein bisschen besser hinterm Ball drehen kann, dass ich einfach nicht so steil in den Ball komme. Also das hat sehr gut Früchte getragen, weil ich jetzt immer ein bisschen mit Schüssen rechts gekämpft habe, also die wo rechts wegfaden. Ja. Nicht mein Lieblingsschlag gewesen die letzte Zeit. Okay. Und von dem her, das haben wir jetzt noch ein bisschen dran gearbeitet, weil es waren es doch einige Wochen in Folge, also es war jetzt wenig Zeit wirklich zu Hause. Aber es hat gut Früchte getragen, ne, muss ich sagen. Also, okay, super. Ja. Gestern bist du ja an die 18 gekommen. Und ich wusste schon, als du aufgeteet hast, habe ich gewusst, ein Bogey reicht. Wusstest du es auch, dass ein Bogey reicht, um den Cut zu schaffen? Ja, also ich hab's mal gedacht. Ich wollte zwar kein Bogey machen, ich wollte eigentlich nochmal ein Birdie machen. Das war eigentlich das Ziel. Ich möchte immer mit einem Birdie aufhören. Sollte immer das Ziel sein, genau, ja. Ich möchte immer mit einem Birdie aufhören. Das ist einfach ein besseres Gefühl. Es war dann ein bisschen blöd. Also es war echt ein mega Abschlag. Kein leichter Abschlag bei dem Sturm, was wir gehabt haben, bei dem vollen Gegenwind. Und ja, der war dann ein bisschen zu weit links. Dann von dort leider keine Chance aufs Grün gehabt. Der Annäherungsschlag war dann auch nicht einfach über den Bunker drüber. Habe ich gesehen, ja. Ich habe mir gedacht, okay, der war, sauber. Ja, der war eh noch gut, muss ich sagen. Und ja, ich habe dann schon gewusst, also Bogey sollte auf jeden Fall reichen. Ja, es war nicht. Das war eigentlich der einzige Schönheitsfleck gestern auf der Karte. Thema Putten. Also ich habe dir gestern zugesehen und habe ja immer gesehen, du arbeitest mit Aimpoint. Genau. Du stellst dich immer so aufs Grün, ertastest, erfühlst so ein bisschen das Grün. Wie lange machst du das schon? Wie lange arbeitest du mit der Methode? Ich meine, Putten ist ja sehr individuell. Man probiert ja immer mehrere Wege aus. Das ist jetzt dein Weg zur Zeit, wo du sagst, den gehst du, das fühlt sich gut an für dich. Genau, ich war eigentlich immer ein guter Putter. Ich habe mir ab und zu aber auf Grün schwer da eine Linie zu sehen. Und das war eigentlich dann der Grund, dass ich gesagt habe, ja, das probiere ich jetzt aus und habe dann im Januar das angefangen und ja, bin sehr zufrieden mit dem. Also sehe die Linie sehr gut, erfülle sie beziehungsweise sehr gut. Okay. Also man arbeitet ja dann auch immer mit Prozent, also wie viel Prozent das Grün bricht. Genau. Du lernst quasi zu erfüllen, das Grün bricht jetzt 2% nach links und je nachdem, also wenn du dann 2% hast, habe ich gesehen, nimmst du immer zwei Finger. Genau. Und dann peilst du an und dann siehst du genau den Punkt, wo du anspielen musst. Genau. Das ist jetzt das vereinfacht erklärt, das ist noch ein bisschen komplexer, wenn es unterhalb von 10 Fuß geht. Das ist aber eine reine Übungssache. Also wie gesagt, bei einem Prozent Break ist ein Finger, bei 2, 2, bei 3, 3. Das ist jetzt die einfache Variante, aber es ist wirklich sehr einfach zu lernen und man hat es sehr schnell intus. Es ist aber eine Übungssache, wie halt alles in dem Sport. Thema Fitnesstraining. Du hast eine sehr sportliche Figur, einen sehr sportlichen Schwung. Hast du auch einen Fitnesstrainer, mit dem du zusammenarbeitest? Ja, also ich arbeite mit dem Olympiazentrum in Dornbirn zusammen, schon seit vielen Jahren und die betreuen mich vor allem im Winter sehr, sehr intensiv. Also da sind wir schon viermal die Woche bin ich dort am Trainieren und das ist wirklich von bis, also von Kopf bis Fuß. Ist da alles dabei mit sehr viel Gewichten, sehr viel Schnellkraft, Mobilität. Ja, dass einfach so eine lange Saison, dass der Körper nicht müde wird und dass der Ball auch eine gute Distanz fliegt. Dass du auch schön lang trainieren kannst, genau, hier auf der Range. Genau, ja. Letzte Frage. Hast du einen Tipp für alle jungen Golfer da draußen, die ein bisschen ambitioniert sind? Was kannst du denen so mit auf den Weg geben, wenn sie sagen, sie würden es auch gerne versuchen, auf die Tour zu kommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also wichtig ist auf jeden Fall an sich selber glauben. Also ich glaube, es sind sehr viele Leute draußen dann, wo, wenn man das versucht, am Anfang unterstützen, aber dann kann es sehr schnell in die andere Richtung gehen. Also daher muss man immer an sich selber glauben, dass man das erreichen kann. Das ist eigentlich das einzige Entscheidende. Und natürlich sehr viel daran arbeiten. Also
ohne Fleiß kein Preis. Das gilt natürlich im Sport natürlich umso mehr. Ja. Und deswegen, das und an sich glauben, viel arbeiten und dann ist auf jeden Fall die Chance da. Ja, schön. Gut. Manuel, vielen Dank. Perfekt, sehr gern. Danke. Gern. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen hier in Jans Golffeld und ja, bis zum nächsten Mal.